Ja, einen wunderschönen guten Abend. Und hier ist wieder Dietmar aus dem Klemmbausteinkeller on Tour. Ja, nach langer, langer, langer Zeit, ja, bitte das zu entschuldigen, bin ich mal wieder dazu gekommen, mal wieder ein Set aufzubauen. Ja, irgendwie hat es mich komplett gepackt mit Star Wars und Firma Modbricks. Ja, was gibt's denn hier Schönes zu sehen? Und zwar den Kessel Run. Gut, jetzt muss ich gestehen, ich habe mir zwar den Film angeguckt, aber ich weiß jetzt nicht, warum jetzt genau diese Szene Kessel Run heißt. Gut, vielleicht könnt ihr mir das mal in den Kommentaren reinschreiben, halt, warum gerade ausgerechnet dieser Name Kessel Run. Gut, abgesehen davon, wir haben hier ein 12 Plus Set. Die Nummer ist die 8182 67012 mit 703 Teilen. Ja, gut, typisch für Modbricks. Es ist jemand kein Lizenzset, aber ich finde, das Set ist ja nicht recht gut gelungen. Hat aber leider auch ja, ein paar negative Aspekte. Gut, die Bauleitung ist an sich wieder leicht verständlich. Der erste negative Aspekt ist aber leider, dass manche Teile der Unterbaukonstruktion leider im Freien hängen. Das ist zum Beispiel beim Aufbau von irgendwelchen Obersachen halt etwas lästig. Aber gut, hier und da muss man halt ein bisschen gucken, halt, wo was zusammenkommt. Problematisch war es für mich zum Beispiel hier bei den Brauntönen. Da sind zwei verschiedene Brauntöne. Wo finde ich denn mal eine Seite, wo zwei verschiedene Brauntöne verbaut worden sind? Ich glaube, das war hier. Ja, für mich sieht das alles gleich braun aus, aber hier in der Bauanleitung kann man zum Beispiel sehen, dass dieser Stein hier etwas dunkler ist wie der Rest, was aber da nicht unbedingt gerade so zu erkennen ist. Also muss schon wirklich die Augen aufhalten. Also ohne eine Brille mit viel Licht ist dieser Aufbau fast kaum zu. Ja, man kriegt es kaum hin. Das größte Problem hatte ich an sich damit gehabt, dass hier teilweise immer bei den 1x1 Stats nicht erkennbar war, ob da ein Loch drin ist oder kein Loch drin ist. Das hat man dann einfach mal festgestellt, nachdem man vielleicht mal irgendwas anderes reinsetzen wollte, dass da ein Loch reingehörte. Okay. Ja, und es fehlten leider viele, viele Teile. Also, ich zeige euch das gleich am fertigen Set. Also, hier bei ein, zwei Sachen muss ich dann improvisieren. Es waren noch viele Teile zu viel dabei, wo ich sage, warum sind die zu viel dabei? Aber gut. Man will ja nicht meckern, aber es ist einfach ein bisschen blöd, wenn einfach dann ein paar passenden Teilen, na, zum Beispiel hier beim Millennium Falcon, fehlt mir ein so ein Teil. Das ist natürlich etwas blöd, wenn das genau in der Ecke fehlt, wo man genau hinguckt. Ja, gut, das ist halt der Kessel Run Millennium Falcon, der sieht halt etwas anders aus als der Originale. Gut, kurze Rede, langer Sinn. Gebrauchsanweisung, einmal weg damit. Verpackung einmal weg damit und da ist das fertige Set der Kessel Run. Jetzt ziehe ich mal ein bisschen näher. Ja, wie man sieht, eine Bodenplatte, die komplett mit schwarzen Fliesen überfliest wurde. Wurden, ja gut, zweimal Vierer, zweimal zwei und diverse andere Fliesen verbaut. Dann fängt man halt an, dieses Asteroidenfeld zusammenzuzimmern. Und da fehlen halt leider ein, zwei Steinchen. Gut, es fällt nachher nicht auf, dass da was fehlt. Ich meine, wie gesagt, keiner, der das Set nicht kennt, wird sich jemand die Bauleitung vor die Nase nehmen und feststellen: Ah, guck mal, da fehlt was und da fehlt was. Ist es halt ein bisschen blöd, wenn zum Beispiel direkt beim Millennium Falcon einfach so ein großes Teil fehlt. Das ist halt ein bisschen blöd. Gut. Aber trotzdem finde ich dieses Set eigentlich recht charmant gebaut. Also, gerade auch diese Szene mit den Tentakeln. Dass es auch wirklich 3D-mäßig auf diesem gesamten Set aufgebaut ist, finde ich total klasse gemacht. Ja, wünschenswert wäre vielleicht noch irgendwie, wenn man halt sehen oder nachlesen könnte, welcher Designer dahinter steckt. Also auf dem Karton und auf der Homepage kann ich leider nicht nachvollziehen, welcher Designer dahinter steckt, wer das gemacht hat. Aber es ist halt ganz wichtig, diese trickige Techniken angewandt, zum Beispiel hier mit dem Clip, einfach da den
TIE Fighter reinzuziehen oder da den TIE Fighter. Gut, die TIE Fighter haben, gut, man hätte sie vielleicht etwas schicker machen können, aber in der Größenverhältnisse, ja, sehen sie halt so aus. Ja. Gut, was auch noch fehlte, das habe ich jetzt hier oben überbaut. Und zwar da. Darunter gehört normalerweise ein schwarzer, einmal zwei Fliese. Die war leider nicht aufzufinden, deswegen habe ich jetzt einfach einen braunen einmal zwei drüber gestellt und einmal diese einmal zwei Fliese drüber gesetzt, damit das etwas schicker aussieht. Auch da oben wieder die Befestigung. Das heißt, der Laserstrahl zischt mal eben kurz über die Kuppel drüber weg. Ja. Er fliegt traurig hinterher und wo er hin möchte, weiß der Geier, aber vielleicht kann man das vielleicht mit dem Asteroid ein bisschen korrigieren. Dann fliegt er vielleicht grob in die Richtung oder vielleicht Richtung Asteroid. Ja, Steinequalität ist gut, bis auf die Fliesen. Die Fliesen sehen aus, als wenn die, ich weiß nicht, schon wo drin gelegen haben. Gut, vielleicht sind auch meine Finger ein bisschen fettig, das kann ich auch drin liegen, aber das, was ich hier das stattfindet, das ist schon krass. Also das hat nichts mit guter Steinequalität zu tun. Leider nicht. Ansonsten liebe ich ja die Sets von Modpacks sehr, sehr gerne. Egal, was da rauskommt, aber puh, das war schon ein bisschen, ja. Gut, das soll natürlich nur ein kleiner Überblick sein von diesem Set, weil viel wüsste ich jetzt auch nicht dazu zu sagen. Schreibt einfach mal in die Kommentare rein, wenn ihr wisst, warum genau diese Szene oder warum das, was bedeutet Kessel Run. Ja. Also Blockster hat es ja schon mal ganz netterweise im Intro, hat er die Töpfe mal vor sich hinrennen lassen. Ja, gut, aber wie gesagt, warum heißt es Kessel Run? Vielleicht könnt ihr mir das vielleicht mal erklären. Ja, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Und man sieht und hört sich dann bis zum nächsten Mal. Versprochen, diesmal etwas kürzeren Abständen. Alles klar, schönen Abend noch. Bis dann, ciao.